Braunzeitmann in Warburg Bellendorf. Guten Tag. Ja, hallo, mein Name ist Bach. Das ist gut, dass ich dran bin. Ich hätte gerne ein Problem, bitte. Was haben Sie denn? Ei, ich habe hier Eierfarbe benutzt. Jetzt muss ich wissen, wie gehen die Farbe da wieder ab. Warten Sie mal, ich muss die mal ins Labor reinstellen. Bitte, ist ganz, ganz dringend. Hagemann? Ja, mein Name ist Bach. Ich habe hier Eierfarbe benutzt, ne? Ja. Das ist ein schöner Scheiß. Wie kriegen wir die Farbe da wieder ab? Hallo? Ja, ja, inwiefern möchten Sie die Farbe wieder abhaben? Ah ja, die Farbe muss runter von den Eiern, ist doch klar, ne? Aha. Ne? Ich hab alles genau gemacht, wie es auf dem Dütsche steht, ne? Ja. Ich habe Wasser heiß gemacht, dann habe ich die Tablettchen da drin aufgelöst, ne? Und dann habe ich mich da auf die Schüssel gehockt, 4 Minuten. Ne? Aber das war ja schon gefährlich mit dem heißen Wasser. Ich hätte mich fast verbrüht. Ist das normal? Ja gut, so heiß sollte das Wasser auch nicht sein. Normal ist an heißes Leitungswasser gedacht. Die Farbe sind ganz wunderbar. Das Gelb leuchtet sogar im Dunkeln, ne? Aber jetzt will ich doch, dass das aufhört. Wie kriegen wir dann die Farbe wieder runter von den Eiern? Von den Eiern? Runter? Ah ja, das brennt so. Wo brennt das? Ah, die Eier brennen, das sind Schmerzen. Also das verstehe ich jetzt nicht. Oh, dann will ich Ihnen das mal erklären. Pass auf, unser Weihnachten war einzig Katastrophe. Erst stand der Baum schief, ne, und dann hat die Lichterkette nicht gebrannt. Dann habe ich gedacht, wenigstens Ostern das schön wird. Und habe mich auf die Schüssel gehockt, 4 Minuten. Ne? Und dann war der Zauber fertig, jetzt sind die Eier bunt. Ja, die sollen ja auch bunt sein. Ja, wie? Das muss jetzt so bleiben. Ja, natürlich. Eieiei, das brennt so. Wissen Sie, ich habe mich da drauf gehockt, verstehe Sie? Wo haben Sie sich denn drauf gehockt? Ei, auf die Eierfarb, was mache ich dann jetzt? Wie kriegen wir denn die Farb wieder runter? Jetzt von den Eiern. Ich hab die Farb auf meine Eier und ich will, dass die Farb da wieder runtergeht. Spreche ich Englisch oder was ist los? Ja. Ach, du lieber Himmel. Ja, wenn ich nicht so Schmerz hätte, hätte ich mitlachen. Hm? Kriegen wir die Farb da nicht mehr runter? Nee, kriegen sie nicht mehr runter. Wie? Das bleibt jetzt so, lebelang? Nee, das wird, allmählich wird's durchs Waschen wieder runtergehen. Eieieiei, hören Sie mal, mit der Geschichte komme ich bestimmt in die Zeitung, was meinen Sie? Ja. Ich setze mich nicht mehr auf die Schüssel. Würde ich auch nicht machen. Ne? Nachträglich schon mal frohe Ostern für Sie. Ja, gut. Und vielen Dank für die Mühe, die ich gemacht habe. Sie standen schwer auf dem Schlauch. Ich verabscheue mich. Tschüss. Tschüss.